Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 35. Lernvideo und wir werden uns mit der Definition und grundlegenden Eigenschaften des Riemann-Integrals beschäftigen. In unserem Motivationsvideo zur Integration hatten wir ja schon skizziert, wie wir das Riemann-Integral einführen wollen. Und zwar war die Idee folgende, dass wir zunächst mal das Integral für Treppenfunktionen definieren. Hier in den beiden Bildern sehen Sie Treppenfunktionen, das sind diese in gelb dargestellten bzw. in grün dargestellten stufenartigen Funktionen bzw. die Funktionsgraphen sieht man hier. Und der zweite Schritt war dann, das Integral für eine kompliziertere Funktion dadurch zu definieren, dass man zunächst mal eine Treppenfunktion findet, die unterhalb der Funktion liegt. Hier ist die Funktion, die uns interessiert, repräsentiert durch diese rote Linie. Das ist der Graph der Funktion. Und hier sieht man eine Treppenfunktion, die gerade unterhalb der Funktion liegt und hier eben eine, die oberhalb liegt. Und wir können für die Treppenfunktion das Integral ausrechnen. Und dann wissen wir schon mal, dass das Integral für die kompliziertere Funktion zwischen den beiden Werten liegt, weil wir davon ausgehen, dass das Integral eben eine Monotonie besitzt. Ja, und dann war die Idee folgende, dass man die Treppenfunktion immer feiner werden lässt und letztlich dann feststellt, dass in dieser Verfeinerung das Integral über die von unten approximierende Treppenfunktionenfolge konvergent ist, und zwar gegen den gleichen Grenzwert wie die Integrale der von oben approximierenden Treppenfunktion. Und das wird einem dann die Definition des Riemannschen Integrals liefern. Ja, wir möchten jetzt in dem Beispiel einfach ein paar Rechnungen durchführen, die in diese Richtung gehen und uns zunächst mal klar machen, dass man für den Fall, dass f eine beschränkte Funktion ist, immer solche Treppenfunktionen finden kann, die von unten und von oben die Funktion annähern. Und dass diese Treppenfunktion, man die auch dann systematisch verfeinern kann. Das möchten wir in dem Beispiel uns klar machen und danach werden wir rigoros das Riemannsche Integral einführen und dabei den Zugang von Dabou wählen. Okay, jetzt schauen wir uns das Beispiel mal genau an. Das Beispiel beginnt damit, dass wir in ERN partitionieren, also als disjunkte Vereinigung von Mengen schreiben und in diesem Fall sind die Mengen alles n-dimensionale Würfel mit Kantenlänge 2 hoch minus j. Hier ist j ein Index, wir führen also für jeden Index j führen wir so eine Zerlegung des Rn ein und lassen dann j gegen unendlich streben später. Wie muss man sich das vorstellen? Nun in zwei Dimensionen stellt man sich ein Schachbrett aus vor, ein unendlich ausgedehntes Schachbrett und jedes Feld des Schachbrettes hat halt eine Kantenlänge 2 hoch minus j. Wenn wir jetzt von einer Generation j zur nächsten gehen, zu j plus 1, was passiert da? Da halbiert sich die Kantenlänge, das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass man einfach jeden Würfel unterteilt in Unterwürfel. Und in zwei Dimensionen erhält man 4 Unterwürfel, in drei Dimensionen erhält man 2 hoch 3 Unterwürfel, 8, in n Dimensionen erhält man 2 hoch n Unterwürfel. Und man nennt dieses daher auch eine dyadische Zerlegung, weil man immer um einen Faktor 2 hoch n mehr Würfel bekommt von Generation zu Generation. Wichtig ist hier zunächst mal festzuhalten, dass die Würfel alle disjunkt sind. Das liegt daran, dass man die durch entsprechende Verschiebung und Skalierung von diesem halboffenen Einheitswürfel bekommen hat. Also die Würfel in jeder Familie QJ sind disjunkt und die Vereinigung ist der ganze R hoch n. Das Weitere, außerdem kann man eben feststellen, wenn man sich einen Würfel aus QJ plus 1 herauspickt, Beispiel diesen hier, dann existiert genau ein Würfel in der Generation davor, das heißt in QJ, in dem dieser kleine Würfel eben enthalten ist. Man hat also so eine hierarchische Struktur.
Okay, als nächstes möchten wir uns eine Funktion f uns vorstellen, die beschränkt ist und die einen kompakten Träger hat, also einen Träger, der in der Menge Omega enthalten ist. Und hier in dem Bild, da sehen Sie jetzt nochmal diese Partitionierung in die Würfel und diese rot umrandete Menge soll jetzt Omega sein. Und in dieser Menge ist die Funktion f von 0 verschieden und außerhalb dieser Menge ist die Funktion auf alle Fälle 0. Und was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir bilden jetzt zwei Funktionen, zwei Treppenfunktionen, g oben Strich und g unten Strich. Wir haben hier einen Index j. Der Index steht für die Zerlegung, die wir wählen, die Feinheit der Zerlegung. Und wir machen folgendes. Fangen wir mal mit g unten Strich an. Hier ist g unten Strich als eine Linearkombination von Indikatorfunktionen von jenen Würfeln definiert, die den Träger der Funktion, also das Omega, schneiden. In diesem Bild sind es hier eigentlich alle Würfel, die man dann sehen kann, vollständig dargestellt sind. Und die Koeffizienten in der Linearkombination dieser Würfel sind bei g unten Strich gerade durch das Infimum von f auf diesem Quader q eben gegeben. Das heißt, wenn wir jetzt uns einen dieser Würfel mal rauspicken, meinetwegen diesen hier, da jetzt unser Würfel, dann würden wir das Infimum betrachten von f auf den Würfel. Da die Funktion f beschränkt ist, kommt da eine reelle Zahl raus, es kommt nicht minus unendlich oder plus unendlich raus. Und nehmen wir dieses Infimum als den Koeffizienten und multiplizieren das mit der Indikatorfunktion auf dem Würfel. Dieser eine Term, der hier steht, wäre also ein so ein Balken, wenn man möchte, der eben 0 ist außerhalb dieses Würfels und den Wert Infimum von f innerhalb dieses Würfels an. Und das macht man für alle Würfel, die sozusagen den Träger von der Funktion f schneiden. Bei dem g oben Strich geht man genauso vor, nur anstatt dem Infimum nimmt man hier ein Supremum. Was man sofort sieht, ist, dass wenn man f nur auf so einem Würfel betrachtet, dann ist g unten Strich auf diesem Würfel auf alle Fälle kleiner, denn es ist ja das Infimum von f über den Würfel, und g oben Strich ist auf dem Würfel eben größer. Und das gilt jetzt für alle Würfel. Das heißt, wir haben hier zwei Treppenfunktionen konstruiert und man muss sich klar machen, dass das tatsächlich Treppenfunktionen sind. Und das sieht man sofort, indem man feststellt, dass in diesen Summen man nur über endlich viele Würfel summiert. Und wie sieht man das? Nun, Omega ist beschränkt, also liegt Omega in einem großen Würfel mit einem endlichen mit einer endlichen Kantenlänge drin, und dann sieht man, dass in diesen großen Würfel mit endlicher Kantenlänge eben nur eine endliche Anzahl disjunkter kleiner Würfel mit Kantenlänge 2 hoch minus j reinpassen. Die Anzahl wird natürlich größer, je größer j wird. Und damit sieht man, dass das hier tatsächlich Treppenfunktionen sind, und nach Konstruktion sind diese Treppenfunktionen so, dass sie zunächst mal eine obere Schranke von f und eine untere Schranke von f bilden. Das zweite, was man beobachtet, ist, dass g oben Strich eine monoton fallende Funktionenfolge ist. Das heißt, wenn j größer wird, dann wird g oben Strich kleiner. Und weil für jedes g oben Strich gilt, dass es nach unten größer, also dass es größer gleich ist als f, ist diese monoton fallende Folge nach unten beschränkt. Und damit übrigens auch schon mal konvergent, ne? Punktweise konvergent. Hier sieht man, dass dieses Ding monoton fallend ist. Nun, was wir zeigen müssen, ist ja, dass für jeden Punkt x aus dem Rn die Abschätzung gilt, g j plus 1 x ist kleiner gleich g j von x, wobei hier mit g immer g oben Strich gemeint. Okay, das möchten wir zeigen, und dazu stellen wir erstmal fest, wenn wir uns ein x aus dem R hoch n aussuchen, dann liegt es irgendwo also im R hoch n, zum Beispiel hier, und da die Würfel aus
der Generation J plus 1 eben den Rn partitionieren, liegt dieses x in genau einem Würfel Q der Generation J plus 1. Diesen Würfel male ich mal hier in Rot an, das ist also der Würfel Q. Und dann hatten wir gesehen, dass die Würfel immer in genau einem Würfel der Vorgängergeneration liegen, das heißt, es gibt ein Q' in Partition J, in dem der Würfel Q drin liegt. Das könnte jetzt hier dieser Würfel sein. Würfel Q'. So, und wenn man sich jetzt mal ansieht, wie G J plus 1 definiert ist, dann wissen wir, dass an der Stelle X dieser Wert hier gerade das Supremum ist von F über den Würfel Q. Und dieses Supremum, das macht man aber größer, wenn man die Menge vergrößert. Das heißt, wenn man hier von Q nach Q' übergeht. Und dann sieht man, dass das, was hier steht, ja gerade die Definition ist von G oben Strich J an der Stelle. Und damit hat man diese Monotonie gezeigt. Und genau so kann man zeigen, dass die Funktionenfolge G unten Strich J monoton wachsend ist und nach oben durch F beschränkt. Das heißt, wir haben hier schon mal zwei monotone Folgen konstruiert. Die Folgen sind von Treppenfunktionen und die sozusagen unser F umschließen. Was wir jetzt noch wissen ist, aufgrund dieser Ungleichungskette ist g unten Strich immer kleiner gleich als g oben Strich. Und weil die Integrale monoton waren, wissen wir, dass das Integral der Treppenfunktion g unten Strich kleiner gleich ist als das Integral der Treppenfunktion g oben Strich. Und wir nennen das Integral von unten Strich LJ, L wie lower, und das Integral von oben Strich nennen wir UJ, U wie upper. Und aufgrund der Monotonie dieser GJs wissen wir auch, dass eben LJ und UJ beschränkte, monoton wachsende bzw. fallende Folgen bilden. Dann folgen in R und die sind damit konvergent. Jetzt wissen wir also schon, diese unteren Schranken und die oberen Schranken an das Integral konvergieren. Und wenn die beiden gegen denselben Grenzwert konvergieren, dann macht es Sinn, das Integral von F als den Grenzwert von LJ bzw. UJ zu definieren, weil das Integral ja monoton sein soll und dann eben keine andere Wahl da ist, wie man das Integral definieren könnte. So, jetzt ist es im Allgemeinen für eine beschränkte Funktion nicht so, dass die Grenzwerte von LJ und UJ übereinstimmen müssen. Eine Situation, wo das wahr ist, ist, wenn f gleichmäßig stetig ist. Eigentlich reicht es aus, das anzunehmen, dass f stetig ist, denn f hat ja kompakten Träger. Wenn f auf ganz Rn stetig ist und auf einer kompakten Menge nur von 0 verschieden ist, ist es gleichmäßig. Okay, wenn f gleichmäßig stetig ist und wenn wir dann Epsilon wählen, dann können wir aufgrund der Delta-Epsilon-Definition der gleichmäßigen Stetigkeit ein Delta finden, sodass, wenn zwei Punkte einen Abstand kleiner Delta haben, dass dann der Abstand der Funktionswerte kleiner als Epsilon ist. So, und jetzt können wir, da ja die Partitionierung immer feiner wird, wenn J groß wird, einen Index J0 so finden, dass, wenn zwei Punkte in einem Würfel drin liegen, an der Partition in QJ mit J größer gleich J0, dann soll deren Abstand kleiner sein als Delta und dann gilt aufgrund der gleichmäßigen Stetigkeit, dass die Funktionswerte kleiner Abstand haben als Epsilon. Das heißt, wir können also in J0 finden, sodass für alle J größer gleich J0 und alle Würfel aus der Generation J, alle Punkte in diesem Würfel dann diese Abschätzung gilt. Ja, und wenn wir jetzt das hier benutzen, dann sehen wir, dass wir insbesondere das Supremum von F minus das Infimum von F über den Würfel U, selbe Würfel wie hier, durch Epsilon abschätzen können. Einfach die Funktionswerte variieren innerhalb des Würfels nur um ein Epsilon maximal und damit muss das Supremum von F minus das Infimum kleiner sein als ein Epsilon.
Und das gilt für alle Würfel aus der Partition QJ. Und damit haben wir gezeigt, dass für alle J größer gleich J0 der Abstand in der Supremumsnorm von G oben Strich und G unten Strich zur Generation J eben kleiner ist als Epsilon. Und das zeigt, dass die beiden Funktionen gleichmäßig gegen ein F konvergieren, gegen das F konvergieren. Denn F liegt ja zwischen G oben Strich und G unten Strich und dann folgt dies für J gegen unendlich. Das heißt, diese Treppenfunktion, die approximieren von oben und von unten gleichmäßig unser F. Im Falle, dass F gleichmäßig stetig ist. Was können wir nun über die Integrale aussagen? Nun, wir haben ja angenommen, dass Omega beschränkt ist. Das heißt, wir finden einen großen Würfel, sodass Omega in diesem Würfel drin ist. Und dann kann man eben zeigen, dass die Anzahl der kleinen Würfel der Generation J, die Omega überhaupt schneiden, diese Anzahl kann man abschätzen. Man stellt fest, wenn man diese mit der mit dem n-dimensionalen Volumen dieser Würfel multipliziert, das ist 2 hoch minus nj, also 2 hoch minus j war die Kantenlänge und in n-Dimensionen erhält man dann eben dieses Volumen, dass dann dieses Produkt durch eine Konstante abgeschätzt werden kann, die nicht von j abhängig ist. Das ist eine elementare Rechnung, das zeigt man eben für den Fall, dass Omega selber ein großer n-dimensionaler Würfel ist. Okay, was man also jetzt sehen kann für das untere Integral und das obere Integral ist, dass diese Differenz, die ja nach Definition des Integrals für Treppenfunktionen gerade hierdurch gegeben ist, abgeschätzt werden kann durch c mal Epsilon. Warum ist das der Fall? Nun, diese Differenz ist immer kleiner gleich Epsilon, für den Fall, dass f gleichmäßig stetig ist und j größer als j0 ist. Das, was hier steht, ist gerade dieser Faktor. Und dann sieht man, dass wenn man das Epsilon hier rauszieht, dass man hier eine Summe hat, wo man eine Summe hat mit dieser Anzahl von Termen, denn man summiert ja gerade über jene Qs, die mit Omega einen nicht-leeren Schnitt haben. Und dann kann man diesen Ausdruck eben abschätzen durch C mal Epsilon. Ja, und hier kann man eben das Epsilon beliebig klein wählen, erhält dann halt immer ein größeres J0 und das zeigt, dass wenn J gegen unendlich geht, auch UJ und LJ gegen den gleichen Grenzwert konvergieren und dieser Grenzwert wird dann das Riemann-Integral von F sein. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben also eine Funktion f gehabt, die beschränkt war und von der wir dann angenommen haben, dass sie sogar gleichmäßig stetig ist, sie hat auch kompakten Träger. Wir haben dann eine Folge von Treppenfunktionen konstruiert mit immer feiner werdenden Stufen und diese Treppenfunktionen haben von unten und von oben die gegebene Funktion umschlossen. Und wir haben dann gezeigt, dass das Integral der Treppenfunktion von oben und von unten gegen den gleichen Grenzwert konvergiert. Und der Grenzwert ist dann das Riemann-Integral von f. So kann man das definieren. Wir werden es in der Vorlesung aber jetzt anders machen, weil wir werden den Zugang von Dabu wählen. Und wir werden gar nicht festschreiben, wie wir r hoch n partitionieren werden bei dieser Konstruktion. Hier hatten wir ganz explizit Rn dyadisch in diese Würfel partitioniert. Bei Dabu lässt man das frei und nimmt einfach das Infimum aller, zum einen das Infimum aller Integrale von Treppenfunktionen, die von oben die Funktion f abschätzen, sowie das Supremum der Integrale aller Treppenfunktionen, die von unten das f abschätzen. Und wenn diese beiden dann übereinstimmen, diese beiden Extrema, dann nennt man den Wert des Integral der Funktion. Und das sehen Sie hier in der Definition. Hier ist f eine beliebige Funktion und für dieses f können wir dann immer ein Ober- und ein Unterintegral von f definieren.
Oberintegral, das ist hier so gezeichnet. Oben ist hier durch diesen Oberstrich gekennzeichnet. Beim Unterintegral wird der Strich unten sein, um das Unterintegral zu definieren. Und dann ist das Oberintegral ein Infimum. Und zwar schaut man sich die Integrale aller Treppenfunktionen an, die oberhalb von f liegen. Jedes dieser Integrale wird größer gleich sein als das, was wir als Integral von f bezeichnen wollen. Und deshalb nehmen wir den kleinsten Wert, den wir so berechnen können. Und das wird dann unser Oberintegral von f. Beim Unterintegral geht man genau andersrum vor. Da schaut man sich Treppenfunktionen an, die kleiner als f sind, aber nimmt und berechnet dann das Integral der Treppenfunktion. Das hatten wir ja schon definiert. Und dann nimmt man den größten Wert, den man so erreichen kann. Und das ist dann das Unterintegral. Ja, also immer hat man zwei gegensätzliche Richtungen. Man nennt hier das Infimum, aber größer gleich, oder das Supremum dafür kleiner gleich. Okay, jetzt kann es natürlich sein, dass diese Mengen, über die man ein Supremum oder ein Infimum bildet, leer sind. Und dann ist die Konvention, dass man sagt, das Infimum einer leeren Menge ist plus unendlich und das Supremum einer leeren Menge ist minus unendlich. So, wir nennen jetzt die Funktion f Riemann integrierbar, falls zum einen das Ober- und das Unterintegral identisch sind. Hier fehlt ein Rn. Falls also diese beiden Integrale denselben Wert liefern und falls diese Integrale vor allem endlich sind, also reelle Zahlen sind. Und in dem Fall schreibt man einfach Integral von f. Benutzt die gleiche Schreibweise wie beim Integral für Treppenfunktionen. Und wir nennen dann dieses Integral das Riemann-Integral von f. Und wir bezeichnen mit Rn die Menge aller Riemann-integrierbaren Funktionen auf Rn. Ja, dann kommt es noch oft vor, dass man Funktionen hat, die eben auf einer nicht leeren Menge definiert sind. Und man nennt dann so eine Funktion Riemann-integrierbar auf der Menge Omega, falls folgendes gilt, falls die Fortsetzung auf den Rn, das ist die triviale Fortsetzung, Riemann-integrierbar ist auf dem Rn. Schauen wir uns die Fortsetzung an. Wir definieren die Fortsetzung von f durch 0, wenn x nicht in Omega liegt, und eben durch fx, wenn x in Omega. Also außerhalb der Menge, wo f definiert ist, setzen wir die Funktion mit 0 fort. Okay, dadurch erhalten wir die Funktion auf Rn, und dafür hatten wir schon erklärt, was es heißt, Riemann-integrierbar zu sein. Und wir schreiben dann, das Riemann-Integral von f über Omega ist gerade das Riemann-Integral von der Fortsetzung. So, es wird später so sein, dass es nicht sinnvoll ist, jede beliebige Menge Omega hier zu betrachten, sondern es wird sich zeigen, dass eigentlich dieser Integralbegriff des Riemann-Integrals auf Omega nur für bestimmte Mengen sinnvoll sind, die sogenannten Jordan-Mengen. Das werden wir viel später noch diskutieren. Vorweg kann man sagen, dass eine zulässige Menge bei der Definition zum Beispiel Quader sind oder im eindimensionalen Intervalle. Ja, ein paar Bemerkungen. Zunächst mal ist diese Definition, die wir gegeben haben, die Dabou-Konstruktion des Riemann-Integrals. Eigentliche Definition des Riemann-Integrals arbeitet mit Zerlegungen, die immer feiner werden, also so wie wir das in dem Beispiel durchgeführt haben. Ich finde den Dabouschen Zugang eleganter. Und am Schluss ist es so, dass beide Zugänge aber äquivalent sind. Der Integrationsbegriff ist derselbe, der konstruiert. Das Zweite, was man sofort sieht, ist, dass Treppenfunktionen in Riemann integrierbar sind und dass das Riemann-Integral für eine Treppenfunktion mit dem Integral der Treppenfunktion übereinstimmt. Warum ist es so? Nun, wenn wir kurz zurückgehen in die Definition, dann können wir hier, wenn wir das Infimum oder das Supremum bilden, für g einfach f eine Treppenfunktion ist, dann können wir für g einfach f wählen und erhalten dann sofort die Riemann-Integrierbarkeit der Treppe. Ja, nachdem wir in dem Beispiel ja schon etwas
detaillierter gearbeitet hatten, können wir jetzt folgenden Satz sehr einfach beweisen. Wenn wir eine Funktion f haben, die gleichmäßig stetig ist und einen kompakten Träger besitzt, dann ist f Riemann-integrierbar. Und wir können das Riemann-Integral von f wie in dem Beispiel berechnen, indem wir also eine kleine Partitionierung wählen, dann die Treppenfunktion uns ansehen und das Integral der Treppenfunktion berechnen und dann die Einheit der Partitionierung gegen 0 schicken. Und der Beweis ist einfach, wenn wir jetzt die Notation nehmen von dem Beispiel, das wir diskutiert hatten, dann sieht man sofort, dass wir ja spezielle Treppenfunktionen gj oben Strich und gj unten Strich konstruiert haben, die eben größer sind als f, und damit ist das Oberintegral von f gerade kleiner gleich als das Treppenfunktionintegral von g oben Strich, denn das war ja das Infimum über alle Integrale von Treppenfunktionen, die größer gleich als f sind, und wir hatten diese Sandwich-Ungleichung ja gegeben. Und ebenso hat man dann trivialerweise die Abschätzung des Unterintegrals durch LJ, also dem Integral der Treppenfunktion von g unten Strich. Und wir hatten ja dann bewiesen, dass wenn j gegen unendlich geht, LJ und UJ gegen den gleichen Grenzwert konvergieren, beziehungsweise der Abstand der beiden Werte geht gegen 0. Und das zeigt dann, dass das Unterintegral und das Oberintegral identisch sind, und damit ist f Riemann integrierbar und der Grenzwert von LJ bzw. von UJ ist gerade das Riemann Integral. In eine ähnliche Richtung geht auch diese Proposition. Das ist das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium, und das besagt Folgendes: Ja, eine Funktion f ist genau dann Riemann integrierbar, wenn wir Folgendes machen können. Für jedes Epsilon finden wir Treppenfunktion g unten Strich g oben Strich, die f einzwängen und das Integral der Differenz von g oben Strich minus g unten Strich ist kleiner gleich Epsilon. Und das Integral, das Sie hier sehen, das ist insbesondere ein Integral einer Treppenfunktion. Das können Sie einfach ausrechnen. Ja, den Beweis dieser Proposition werden wir in einem extra Video diskutieren. Der ist nicht schwierig. Ja, wir möchten hier ein Beispiel diskutieren einer nicht stetigen Funktion, die man mit dem Riemannschen Integrierbarkeitskriterium untersuchen kann. Und zwar ist die Funktion hier formal definiert. Ich male hier lieber mal den Funktionsgraphen auf. Das ist also mein Koordinatensystem. Eindimensionale Funktion. Die Funktion ist außerhalb des Intervalls minus 1, 1. Halboffenes Intervall ist die 0. Und auf dem Intervall minus 1, 0 sieht die Funktion so aus, dass die von 0 bis 1 anwächst. Im Punkt 0 springt sie wieder auf die 0 zurück und wächst dann nochmal so an. Das ist der Funktion. Und dann hier außerhalb ist eben. Okay, hier können wir explizit Treppenfunktionen konstruieren, die von unten und von oben eben dieses f annähern. Was machen wir hier? Wir zerlegen hier, man kann sich das im Detail durchgucken, ich erkläre es hier lieber am Bild. Man zerlegt das Intervall minus 1 bis 1 in Teilintervalle, die alle gleich groß sind, und wenn wir den Index j betrachten, ist die Länge eines solchen Intervalls ist eben 1 durch j. Und was man dann macht, ist, man bei g unten Strich nimmt man immer das Infimum auf diesen Intervallen und kriegt dann so eine Treppenfunktion, so aussehen, also unter g unten Strich, und bei g oben Strich, der Treppenfunktion von oben, nimmt man eben den größten Wert, der vorkommen kann, und erhält dann so eine Treppenfunktion, die eben drüber liegt. Und
Man kann in dem Fall die Funktionswerte explizit angeben. Ich hoffe, dass ich mich nicht irgendwo verschrieben hatte, sonst schaut man sich das Bild nochmal an. Und man kann dann feststellen nach Konstruktion, dass diese Sandwich-Ungleichung gilt. Und da ja das lineare Funktionen sind mit Steigung 1, wird es immer so sein, dass der Unterschied zwischen Rot und Grün, also der oberen und unteren Treppenfunktion, immer kleiner gleich ist als 2 durch J. Und außerhalb des Intervalls ist er eh 0, weil wir dort die Funktion mit 0 festgelegt haben. Okay, und jetzt stellt man fest, wenn man dieses Integral ausrechnet, dann ist es ja eine Summe über diese Intervalle. Und insgesamt kommt dann eben raus, dass es die Differenz ist, der Abstand ist, den wir hier abgeschätzt haben. Den können wir durch 2 durch j abschätzen und die Länge des Intervalls minus 1 durch 2. Deshalb steht hier eine Abschätzung kleiner gleich 4 über j. Und wenn wir jetzt j gegen unendlich gehen lassen, können wir diese rechte Seite hier immer kleiner werden lassen. Das heißt, für jedes Epsilon finden wir dann eben ein J, sodass alle späteren Folgenglieder kleiner sind als Epsilon. Und damit haben wir gezeigt, dass F tatsächlich Riemann integrierbar ist und in der Menge aller Riemann integrierbaren Funktionen drin liegt. Ja, eine ganz einfache Beobachtung, aber auch eine wichtige Sache, die man sich merken sollte, ist, dass jede Riemann integrierbare Funktion beschränkt ist und einen kompakten Träger besitzt. Und das sieht man auch an dem Riemannschen Integrierbarkeitskriterium, denn das sagt ja insbesondere, dass wir hier solche Treppenfunktionen finden können, die f umschließen. Und eine Treppenfunktion ist bei uns ja immer eine Funktion, die eine endliche, also die eine Linearkombination ist von Indikatorfunktionen von Quadern. Das heißt, da hat man endlich viele Quadern und nimmt dann eben eine Linearkombination der Indikatorfunktion. Und damit ist eine Treppenfunktion, wie wir ja schon gesehen haben, immer etwas, was einen kompakten Träger besitzt. Das heißt, G', Untenstrich und Obenstrich, die sind 0 außerhalb einer großen Kugel. Und damit muss auch F 0 sein außerhalb einer großen Kugel. Und dann sieht man, dass der Träger kompakt sein muss von F. Und das andere ist, G oben Strich und G unten Strich sind Treppenfunktionen und nehmen daher nur endlich viele Werte an. Damit sind G oben Strich und unten Strich eben beschränkt. Und wegen dieser Sandwich-Abschätzung muss auch dann F beschränkt sein. Und so sieht man dieses Korollar. Ja, dieses hier ist ein technisches Lemma, das wir benutzen werden, um die nachfolgende wichtige Proposition beweisen zu können, dass in der Proposition geht es um die Eigenschaften des Riemann-Integrals. Und hier in diesem Lemma schauen wir uns zunächst mal Eigenschaften des Ober- und Unterintegrals. Der erste Punkt ist diese positive Linearität, in dem Sinn, dass man einen nicht negativen Skalar aus dem Oberintegral rausziehen kann. Und was passiert mit einem negativen Koeffizienten? Und wenn Lambda negativ ist, dann können wir den auch rausziehen, aber dann müssen wir das Oberintegral in ein Unterintegral verwandeln. Das folgt zusammen mit Punkt D. Dann haben wir hier eine Additivität, Subadditivität des Oberintegrals. Wenn wir zwei Funktionen f und g haben, deren Oberintegral beide größer als minus unendlich sind oder beide kleiner als plus unendlich, dann können wir das Oberintegral nach oben eben abschätzen. Und der letzte Punkt ist, dass man ein Minuszeichen rausziehen kann aus dem Oberintegral und man dann zum Unterintegral übergehen muss. Wie gesagt, werden wir dieses Lemma in dem extra Beweisvideo dann auch beweisen. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlich wichtigen Proposition, den Eigenschaften des Riemann-Integrals. Und hier steht im Wesentlichen drin, dass das Riemann-Integral dieselben Eigenschaften hat wie das Integral für Treppenfunktionen. Der erste Punkt ist die Linearität. Hier steht, dass der Raum aller Riemann-integrierbaren Funktionen ein Vektorraum ist und dass diese Abbildung, die ein f auf sein Riemann-Integral abbildet, eben
linear ist. Dann haben wir auch eine Monotonität und eine Positivität. Wenn wir zwei Riemann integrierbare Funktionen haben, die so angeordnet sind, dann sind auch die Integrale so angeordnet. Wir haben hier die Dreiecksungleichung für Riemann-Integrale, die insbesondere sagt, dass der Betrag einer Riemann-integrierbaren Funktion, also die Abbildung dx abbildet auf Betrag von fx, dass diese Funktion wieder Riemann-integrierbar ist. Da muss man ein kleines bisschen arbeiten, um das zu sehen. Und dann hat man auch noch diese Dreiecksungleichung fürs Integral. Integrale um das Integral, Beträge um das Integral herum kann man ins Integral ziehen und er kriegt dann eine Abschätzung nach oben. Und der letzte Punkt ist Fubini. Da muss man nochmal genauer hinsehen. Das sieht eigentlich genauso aus wie bei dem Fubini für Treppenfunktionen, aber es gibt hier einen kleinen Unterschied. Hier fängt man wieder an mit einer Funktion, einer Riemann-integrierbaren Funktion, und man integriert hier die letzten n-m-Komponenten aus. Aber man beachte hier, dass wir hier das Oberintegral angeschrieben haben und nicht das Riemann-Integral. Der Punkt ist, dass a priori es nicht klar ist, dass für alle x' diese Abbildung, für die man ja hier integriert, tatsächlich Riemann-integrierbar ist. Das ist im Allgemeinen falsch, das gilt nur für fast alle x'. Und diese Feinheiten werden wir viel später diskutieren. Aber das Oberintegral, das kann man immer hinschreiben. Und da tun wir das auch hier an dieser Stelle. Und diese Funktion, die man dann erhält, die hängt nur noch von x' ab. Und ist eben eine Funktion auf dem Rm. Und diese ist Riemann-integrierbar, das sagt hier dieser Fubini aus. Und wenn wir diese dann über Rm integrieren, was hier passiert ist, dann erhalten wir das Riemann-Integral über Rn von f. Also ganz analog zum Fubini für Treppenfunktion. Und wie beim Fubini für Treppenfunktion können wir hier auch die Reihenfolge vertauschen. Wir können die Rollen vertauschen von x' und x2' und einfach erst über x' integrieren und dann über x2'. Und wir erhalten dann dieselbe Identität. Und wie beim Fubini für Treppenfunktionen können wir das Argument iterieren und erhalten dann hiermit eine Möglichkeit, ein mehrdimensionales Integral dadurch auszurechnen, dass wir eindimensional integrieren. Da haben wir hier immer die Oberintegrale. In den Anwendungen wird man sofort sehen, dass die diese Integrale, die hier stehen, in Wirklichkeit Riemann-Integrale sind, aber a priori ist das eben nicht der Fall. Und auch wie beim Fubini für Treppenfunktionen können wir die Reihenfolge des eindimensionalen Ausintegrierens können wir beliebig vertauschen. Und damit ist, wie gesagt, eine wichtige Methode gegeben, um ein mehrdimensionales Riemann-Integral auf ein eindimensionales Riemann-Integral zurückzuführen. Ja, und hier haben Sie nochmal die Bemerkung, dass die insbesondere erklärt, warum man hier ein Oberintegral verwenden muss oder eben ein Unterintegral und nicht a priori davon ausgehen kann, dass diese Integrale hier als Riemann-Integral existieren. Ja, wenn wir diesen Fubini hier so ansehen, dann ist es vor allem wichtig, zu verstehen, wie sich eindimensionale Riemann-Integrale verhalten, was für Eigenschaften die haben, weil wir dann mit dem Fubini das immer auch auf mehrdimensionale Integrale übertragen können. Und deshalb wird es im nächsten Lernvideo dann darum gehen, sich die Integration, Riemann-Integration von im eindimensionalen Fall genauer anzusehen. Bis zum nächsten Mal.